Hallo meine Lieben, ja, es ist soweit, ich war wieder einmal shoppen. Wir wollten eigentlich nur ein paar Sachen holen, die wir so für New York brauchten, aber dann, ist es dann doch ein bisschen was mehr geworden. Ich habe mir aber Limit gesetzt und, ich habe immer noch Geld zusammen für meinen Urlaub und ich habe halt auch Gutscheine gehabt, aber ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen. Ich habe mir etwas gegönnt. Und zwar fange ich erstmal mit einem Teil an, das habe ich nämlich aus dem Kleiderkreisel. Das zeige ich euch direkt mal. Und zwar werde ich euch nachher Bilder oder beziehungsweise so Videoausschnitte einblenden, wie es bei Tageslicht aussieht. Es ist halt jetzt schon 7:45 und das Licht ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Dann wollte ich euch das halt bei Tageslicht halt filmen und das blende ich euch dann ein. Also nicht wundern, wenn ich dann irgendwas anderes anhabe oder was auch immer, ja. Aber zum einen habe ich, nee, nicht aus dem Kleiderkreis, ich habe das sogar bei Facebook habe ich das getauscht. Und zwar ist es ein MAC Blush. Und zwar denke ich, dass der aus einer LE ist. Und zwar heißt der Talk of the Town. Kannte ich nicht. Und ich fand, dass es war halt eher so ein Highlighter-Ton. Den kann man auch gut, werde ich euch ja swatchen, den kann man halt gut als Lidschatten zum Beispiel verwenden. Aber ich habe den halt heute, ich denke, man sieht das nicht mehr, weil ich habe mich, oh Gott, vor Ewigkeiten geschminkt. Wir waren nämlich jetzt 8 Stunden in der Stadt. Das war helle. Naja, auf jeden Fall, habe ich den als Blush heute verwendet, aber darüber ein normales Blush, weil ich möchte halt, ich mag das nicht so schimmrig, ich möchte den eher als Highlighter verwenden. Ja, den habe ich jetzt neu. Und dann fangen wir direkt an mit weiter Kosmetik. Und da habe ich nur einen Teil heute in Düsseldorf gekauft, weil, wie gesagt, ich hatte einen Gutschein. Und da habe ich mir die Naked Basics Palette, da ist so eine Nummer, wow, eine Nummer von der Kasse, wie heißt es, Verkäuferin dran. Ich sehe auch aus, Entschuldigung, ey. Naja, auf jeden Fall, die Naked Basics habe ich mir geholt. Von dem Gutschein musste noch 5 Euro dazu zahlen, aber Joy mal wieder hatte mich angefixt, dass sie halt sich nur noch irgendwie damit schminkt und, und auch alle anderen YouTuber, so ist das ja nicht, ne? Weil jeder hält das Ding ja im Moment in die Kamera und jetzt bin ich auch diejenige. Ich hätte mir die auch in Amerika holen können, aber soweit ich weiß, Nette hatte mir erzählt, dass es Urban Decay natürlich da auch gibt, aber dort nicht günstiger. Und dann kann ich mir die genauso gut auch von dem Gutschein kaufen. Und total schön, dieses Gummierte, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt schon, haben ganz viele bestimmt schon erzählt. Ich habe mich für die Naked 1 entschieden, weil das halt diese wärmeren Farben sind und Och, ich bin froh, dass ich sie jetzt habe. Ja, Tüte kann weg. Ich habe übrigens kein Pröbchen gekriegt, was ich echt nicht schön fand. Ich habe dann noch mal gefragt. Ja. Dann war ich... Ach ja, genau, da war ich ja auch noch. Joy hatte mich gerade noch mit ihr geschrieben. Sie hatte mich gerade gefragt, was ich so alles geholt habe. Ich habe nur Sale geshoppt. Aber ich habe vergessen, dass ich noch bei P&C war. Und zwar P&C. Und habe mir 3 Oberteile da geholt, alle natürlich im Sale, wie gesagt, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Da hat geklingelt irgendwo. Und zwar einmal, jetzt kann ich euch nicht mehr sagen, was hat das gekostet? Ich meine 9,95 oder so. Naja, aber alle Teile sind von Review. Und ich kann ja mal gucken, dass ich die morgen auch mal so getragen einblende. Das ist einmal so ein meliertes Top, was ich hier oben sehr schön verarbeitet finde. Und das ist halt hinten ein bisschen länger als vorne und fand ich sehr hübsch. So, dann dasselbe nochmal in kurzärmlich und in einem Beige-Ton, was ich noch schöner finde, um ehrlich zu sein. Das habe ich letztes Jahr bei einem Mädel auf dem Festival mal gesehen und dann habe ich sie sogar angesprochen, wo sie das Top her hatte und sie meinte bei Review und jetzt war das halt auch reduziert, ich glaube sogar auf 9,95 oder so. Und das hier war, gibt es da keinen Tassenbon mehr? Doch, hier. Ja genau, das eine hat sogar nur 4,95 gekostet, das andere 9,95 und das hier 12,95. Das ist so ein grau, schwarz-beige gestreiftes und hat halt so einen Lederrand. Finde ich sehr schön, das Oberteil. Wie gesagt, angezogene Bilder kommen. Dann habe ich noch ein bisschen Fläche. Und zwar war ich bei Vero Moda. Und da habe ich mir auch für 2,95 gab es da Oberteile und ach so ein Ramstich halt. Und da habe ich dann halt auch zugeschlagen.
Und zwar einmal ein, ach ja, genau, das sind ja doch nicht nur zwei Hellkleider. Auch wieder so ein Oberteil. Ich finde diese Oberteile sehr schön mit diesem Lochmuster hier. Und ja, für 2,95 konnte ich sie halt nicht liegen lassen. Ne? Ich denke, in New York werde ich zum Beispiel auch keine Klamotten shoppen. Da werde ich ja nur Kosmetik eigentlich und sowas shoppen. Deswegen durfte das dann doch mit. Ist halt auch ein bisschen länger. Und Oversize ist Größe XL, weil ich bin nun mal mittlerweile was größer, ne? Und auch stämmiger und ich trage halt lieber ein bisschen größer. Und dann habe ich zwei Basic-Kleider mir geholt. Für 2,95, wie gesagt, alles, also wie gesagt, Ramstich. Und das ist ein ganz normales schwarzes und ist halt in der Taille dann so geschoppt, dass es halt ab da dann lockerer fällt und mit einem Cardigan oder sowas kombiniert, finde ich sowas total cool. So ein Biker-Boot oder so. Dasselbe habe ich mir halt noch in Grau geholt. Und genau, das war ja auch noch. Das ist jetzt mit so einer Statement-Kette, denke ich, kann man das echt gut. Oh nee, das ist ja so eins. Oh, mit so einem tiefen Ausschnitt. Muss ich dann weißes Top drunter anziehen. Auf jeden Fall mit so einer Statement-Kette, denke ich, kann man das ganz gut aufwerten. So ein ganz normales, graues, Oversize-Tanktop. Dann war ich natürlich bei Primark. Und ja, da gucken wir mal, ne? Da habe ich mir einmal nämlich, ich bin ja ein sehr großer, ich bin sehr verliebt in die Minions. Und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Das ist eine Box, die ich eigentlich nicht brauche, ne? Aber das Shirt da drin fand ich einfach zum Anbeißen süß und das musste sein, auch wenn es total kitschig ist. Aber das war halt reduziert auf 5 € und von hinten ist das weiß und vorne ist es ein Minion-Shirt. Total verrückt, ne? Ich weiß. Vor allen Dingen, Madame fliegt nach New York, ja, aber eben genau. Meine Freundin Bianca meinte auch so, boah, Leute, ihr redet die ganze Zeit davon, boah, wir dürfen nicht so viel Geld ausgeben, wir fliegen nach New York, aber stell mal vor, ihr findet vor lauter Stress da nichts. Ja, genau. Deswegen, ne? Wenn man kein Geld mehr hat, hat man halt kein Geld mehr. So, dann habe ich ein T-Shirt für 3 € geholt. Das sieht so, ich mache mal direkt mal dieses Ding hier ab. Und das sieht so aus. Ich mag ja so Hippie-Gedönse sehr gerne. 3 €. Dann habe ich mir ein Reiseset geholt. Das ist so, finde ich, ganz praktisch zum Fliegen, ne? Damit ich halt nicht so komplett große Dinger mitnehmen muss. Und dann habe ich mir so ein, hier dieses, so ein also so ein Selbstbräunungsspray geholt. Ich hoffe, das ist einfach nur, was man abwaschen kann. Ich habe das mir jetzt einfach nur an der Kasse eingesteckt und. Oh nein. Ah, das ist aber ganz schön versifft hier dran. Oh nee. Boah, scheiße. Da hat jemand schon reingesprüht. So eine ekelhafte Aktion. Echt, ich finde sowas asozial. Entschuldigung. Geht gar nicht. Och, mal gucken, wie das so ist. Ja, ganz toll. Boah, total versifft das Teil. Finde ich, sowas finde ich asozial. Echt, da kann man mir jetzt sagen, warum sagst du dieses Wort? Ne? Aber ich finde es echt ekelhaft. Ja. Auf jeden Fall leicht bis medium habe ich mir geholt und ich hoffe, das ist einfach nur so ein Spray, was man wieder abwaschen kann. Weil sowas hatte ich früher mal und das habe ich mir jetzt mitgenommen für 4 €. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir, weil wie gesagt, alles im Sale, habe ich mir ein kariertes Hemd geholt, was vorher 13 € und jetzt 5 € gekostet hat. Das ist so ein blau kariertes, was hinten länger ist als vorne und langarm und ja, das habe ich mir geholt. Und ich glaube, Bibi hat sich das auch geholt. Dann habe ich mir ein Oberteil für 2 € geholt. Das ist ein lachsfarbenes. Und das sieht so aus. Ach genau. Ein Pinguin-Pullover. Den fand ich ganz süß. Der hat, ich weiß nicht mehr, wie viel der vorher gekostet hat. Auf jeden Fall war der reduziert auf 7 €. Und den finde ich wirklich sehr, sehr süß. Also muss man ja sagen. Und einmal so drei. War das das richtig? 3 Strumpfhosen. Sind das Strumpfhosen oder Leggings? Das müssen Strumpfhosen sein. Ja, auf jeden Fall 3 Strumpfhosen in Schwarz für 4 €. Das war Primark. Tun wir jetzt noch alles hier rein. Dann war ich wieder einmal bei Karstadt und habe mir Yankee Candle Tarts geholt. Und zwar wollten eigentlich Chris und Bianca sich welche holen. Und was mache ich? Ich habe natürlich auch geguckt und dann irgendwie sehe ich, die anderen hatten nichts und ich hatte wieder mal 7. Und
Aber alles Reduzierte natürlich auch, also alles die Weihnachtsdüfte und so. Die wollte ich euch jetzt gleich zeigen, genau. Und alles die Weihnachtsdüfte und dann, da ist so ein Treue-Punkte-System ist, wenn er die Dame ist, dann bekommt ihr bei jedem 15 Euro, die ihr da einkauft, bekommt ihr einen Stempel. Und wenn ihr, ich glaube, 10 Stempel voll habt, bekommt ihr dann, oder 8, ich weiß es jetzt nicht, bekommt ihr dann halt beim so also 15 Euro irgendwie geschenkt oder sowas halt, bei, also gut geschrieben. Ja, und dann habe ich mir natürlich noch ein paar dazu geholt, damit ich auf diese 15 Euro kam. Ja, und im Moment sind die bei mir im Dauereinsatz, die Tarts. Also ich mach ja kein komplettes Tart da rein. Ich kann da so 8 Mal, kann ich damit, also breche ich das so lange und tue das immer in diese Duftlämpchen rein. Und die Wohnung duftet hervorragend und langanhaltend danach. Also ich mache das nicht das ganze Ding da rein. Das wäre sonst, finde ich, zu teuer. Und ich sehe halt nicht mehr ein, bei Ikea oder sonst wo halt Duftkerzen zu holen, wenn man hier das Beste daran hat. Ne? Ja. Da habe ich jetzt zum Beispiel, weil die Wintertarts waren jetzt reduziert auf 1,09 €, da habe ich mir nochmal Eisless oder so. Icicles. Icicles heißt es, glaube ich. Habe ich mir 3 Mal gekauft, weil das im Moment bei mir brennt und das riecht so richtig nach Kiefernzweige, die so ein bisschen verraucht sind. Total mega geil. Sorry, das Wort, aber mega. Bianca meinte, das stinkt wie Klo. Gut. Jedem das Seine, ne? Also wenn so ihr Klo riecht, dann ne, finde ich es total geil. So. Dann, genau, da habe ich ja noch eins und noch eins in der Tüte. Dann gab es wieder, gibt es ja immer im Monat immer so ein oder zwei, genau zwei Düfte, die sind dann halt generell reduziert und das ist diesmal Garden Sweet Pie oder Pea, das ist ja mein, einer meiner Lieblingsdüfte und die kosten dann 1,64, die sind dann 25% reduziert, total mega cool. Dann habe ich mir noch einen Weihnachtsduft geholt und zwar ist das Cranberry Ice und den fand ich auch total cool. Ja, mag ich sehr. Entschuldigung, das Gerasche hier. Oh, da ist noch eins drin. Genau, dann habe ich mir nochmal Snow in Love geholt. Nicht, dass ich das nicht nochmal hätte, ne, aber für 1,09 € konnte ich es nicht liegen lassen und bald gibt es diese Sorte ja nicht mehr. Genau, dann war halt eins von den anderen beiden, die natürlich auch reduziert waren wegen diesen 25%, war Kampacha Blossom und der ist auch total cool. Den mag ich auch sehr gerne. Den Duft habe ich mir auch 2 Mal geholt. Und genau, das ist noch dieses Eisding hier. Und dann habe ich mir noch 2 Stück, wie gesagt, geholt, damit ich auf diese 15 Euro kam, habe ich mir noch 2 normale und zwar einmal Midnight Jasmin. Leider war Clean Cotton mal wieder nicht da. Jedes Mal, wenn ich da bin, ist Clean Cotton ausverkauft. Und dann habe ich, Chris hat das ausgesucht, A Child's Wish. Ich habe auch erst gedacht, so, das riecht noch gar nicht, aber die Dame meinte doch, wenn man es anhat, duftet das stark. Ich bin gespannt. Ja. Und dann, jetzt kommt das Teuerste eigentlich, was ich mir geholt habe. Und zwar war ich bei Muji. Muss auch dazu sagen, eine Sache werde ich auch wieder. Oh, das ist immer gut, wenn man da unten. Eine Sache werde ich wieder umtauschen. Und zwar habe ich mich total dumm eigentlich, dass ich das gemacht habe. Und zwar kennt jeder, Entschuldigung, kennt jeder ja diese Boxen. Die hat ja, haben ja voll viele YouTuber. Und die Zweierbox, die kostet 16,50 € und die Einerbox, die man da draufstellen kann, kostet 12 Euro. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich hatte da so diese logisches Denken war es nicht. Das ist mir dann erst im Nachhinein eingefallen, als wir dann weiter in der Stadt waren. Und habe gesagt, boah Leute, also habe ich mir dann gedacht, scheiße, ich hätte mir noch so eine kaufen sollen für 4,50 € mehr. Ja, und jetzt werde ich die hier einfach also aufbewahren und umtauschen, weil da werde ich mir lieber noch so eine holen, anstatt eins davon. Also wie blöd konnte ich sein? Ja, und Gott sei Dank habe ich den Kassenbon nämlich noch. Wo ist er? Werde ich dann aufbewahren, weil das ist ja total bescheuert von mir gewesen. Und jetzt packen wir das Ding hier mal aus, dann zeige ich euch das mal, wenn ihr das mich noch nicht kennen solltet. Und zwar ist das aus Acryl und es gibt auch welche, da kann man den Deckel hier noch zusätzlich aufmachen. Fand ich jetzt nicht cool. Ich wollte jetzt einfach nur die ganz normalen Schubladen dafür haben. Und da möchte ich nämlich meine zum Beispiel meine MAC-Lippenstifte reinlegen und dann kann ich halt genau sehen, welche da drin sind. Und da passen halt 2 Reihen übereinander und 2 Reihen hintereinander rein. Und das ist die optimalste Lösung und sieht auch noch schick auf dem Schminktisch aus. Wie gesagt, 16,50 € kostet das. Da gibt es auch noch in schmaler, dass so eine Reihe Lippenstifte reinpasst und so. Aber ich wollte diese haben.
Und dann habe ich noch hier für diese Schubladen, habe ich mir, erstmal zum Aufprobieren, habe ich mir hier diese Verpackungen hier geholt. Die haben gekostet, wartet. Genau, 2,50 das Stück haben die gekostet. Und die möchte ich jetzt in meiner Schublade reintun, für Rouge so hintereinander aufzustapeln. Weil im Moment sieht das nicht gut da drin aus. Und dann habe ich da auch ein bisschen Ordnung dran. Ja, das war's. Bisschen runtergerasselt, ne? Ich hoffe, es war trotzdem okay, aber ich wollte das jetzt euch zeigen und morgen werde ich euch das noch schöner einblenden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann ganz bald wieder, ja? Bis dann. Tschüss.